Weshalb ist der Einsatz der Divide-Funktion in der Sprache DAX sinnvoll und empfehlenswert? Diese Frage möchte ich nun in aller Kürze beantworten. Angenommen, wir möchten die Berechnung der Rendite durchführen, in diesem Fall Gewinn durch Umsatz, muss beachtet werden, dass der Umsatz nicht null ist, beziehungsweise leer. Genau für diesen Sonderfall habe ich in der rechten Bildschirmseite die Berechnung mit einem if, mit einem anschließenden is blank, falls der Umsatz leer ist, oder gleich null ist. Anschließend kann ich die Berechnung Gewinn durch Umsatz durchführen. Möchte man nun diese Kombination aus ifs und ors und is blanks vermeiden, gibt es die Möglichkeit, auf die Divide-Funktion der Sprache DAX zurückzugreifen, wie es hier auf der linken Bildschirmseite sichtbar ist. Ich verwende nach dem ist gleich die Funktion divide, gebe in der ersten Spalte den Zähler an, in meinem Fall Gewinn, und in der zweiten Spalte gebe ich den Nenner an, in diesem Fall Umsatz. Und wie man sieht, kümmert sich diese Divide-Funktion um die Prüfung des Nenners, ob dieser leer ist oder gleich Null ist. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.